Ein kleiner Vorgeschmack war es auf das diesjährige Eismärchen in der Rheinlandhalle. Präsentiert vom EVK und die beiden Läuferinnen sind auch bei uns. Kommt ruhig hier gern zu uns, rahmt uns ein bisschen ein. Erstmal vielen Dank für die tolle Darbietung und ich glaube, während ihr Luft holt, kann Fiona Meisken ein bisschen was erzählen zum diesjährigen Eismärchen Premiere am 15.12. Tanz auf dem Regenbogen. Was ist so grob die Geschichte, Fiona? Genau, also wir starten in Venedig mit einem großen Opernball und dabei werden leider drei Elemente gestohlen. Einmal das Licht, also eine Laterne. Das Herz, das für die Liebe steht und ein Traumfänger, der für die Träume steht. Und dann ist die Aufgabe der Königin der Masken und der Prinzessin Venezia und eben den vier Regenbogenschwestern, diese drei Elemente zurück zu erobern. Und dabei geht es halt ins Weltall, auf verschiedene Sterne, wo wir diese Planeten finden. Und die Regenbogenschwestern sind dann die verbindenden Elemente zwischen diesen einzelnen Planeten. Und eine davon haben wir vorhin gesehen. Und Prinzessin Rubina, habt ihr toll gemacht auf jeden Fall. 15.12. ist Premiere in der Rheinlandhalle. Es gibt vier Auftritte. Wo bekommt man Karten? Was kosten sie? Wo sind die Auftrittszeiten? Also einmal an allen öffentlichen Vorverkaufsstellen bekommen sie Karten, aber auch bei uns im Verein. Dort findet man auf jeden Fall im Internet oder in der Zeitung stehen die Telefonnummern, wo man dann Karten bekommen kann. Das diesjährige Eismärchen in der Rheinlandhalle. Tanz auf dem Regenbogen ab dem 15. Dezember. Vier Termine gibt es insgesamt. Alle Informationen auch auf der Website des Eissportvereins Krefeld. Also auf jeden Fall mal reinschauen. Euch natürlich herzlichen Dank. Dir auch, Fiona. Danke für eine tolle Show. Und gleich geht's weiter mit Drittel Nummer 2. Zwischen dem KIV und der DEG aktuell steht es 1:1.